Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Cast-Challenge. Aber zuvor möchte ich mich einmal entschuldigen, dass letzte Woche kein Video kam. Aber ich war wirklich, wirklich krank. Ich war heiser des Todes und so. Und da war es einfach nicht möglich, dass ich ein Video rausbringen konnte. Deswegen, ja, kommt jetzt eins. Und ich werde schauen, dass ich jetzt irgendwie nächstes Mal ein zweites Video zwischenquetsche. Was dann mittwochs kommt, weil eigentlich habe ich ja auch mittwochs und samstags meine Release-Tage, aber ich habe es jetzt in letzter Zeit einfach nicht geschafft, mittwochs auch was hochzuladen. Und deswegen versuche ich es quasi nachzuholen. Und ja, ich habe diese Cast-Challenge schon einmal gesehen, beziehungsweise als Bild-Challenge, denn bei The Sims zum Beispiel, die hat das so gemacht, jeder Raum ist ein anderer Stil, der vom Spiel vorgegeben ist, weil diese Items sind ja alle mit Tags markiert. Das wollte ich jetzt erstmal im Cast machen. Ich wollte das auch als Bild-Challenge machen, aber ich hatte jetzt mehr Lust, das jetzt erstmal als Cast-Challenge zu machen. Und dafür habe ich mir Lea Hack runtergeladen aus der Gallery. Da gebe ich immer einfach Base Sim ein und dann nehme ich einfach einen Sim und gebe dem einen Namen. Und sie sieht so süß aus. Ich habe hier ein Glücksrad und da werden wir jetzt drehen und dann muss ich halt das anklicken und dann kann ich halt nur davon entscheiden, wie denn ihr Outfit aussieht. Ich denke, ich werde keinen Custom-Content benutzen, weil die Sachen nicht immer richtig getaggt sind. Falls sie überhaupt getaggt sind. I don't know. Und ja, also ich werde wahrscheinlich vom Spiel die Sachen aus nur benutzen. Ich habe mir extra die Kids noch gekauft vorher, die neuen, weil, wild, weil ich nicht wusste, ob die vielleicht dann mir auch noch helfen könnten. Auf jeden Fall waren die Sachen schön, ich wollte mir das so oder so kaufen. Deswegen, ja, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht. Bohem, I don't know. Es gibt nicht so viel, was da halt drunter fällt anscheinend. Ist auch sehr interessant. Aber es gibt halt auf jeden Fall ein paar süße Sachen. Und das gefällt mir doch schon mal sehr. Unter dem Namen kann ich mir auch irgendwie gar nicht so vorstellen. Auch wenn ich das hier so sehe, finde ich, ist es halt nicht dieselbe Richtung wie das hier zum Beispiel. I don't know. Also vielleicht bin ich auch einfach zu wenig into Fashion. Aber ja, I don't know. Ich finde das ja sehr süß. Deswegen würde ich dabei jetzt erstmal bleiben. Und dann gucke ich mal, ob wir dazu eine passende Hose finden. Hier, die Hose aus dem neuen Kit ist dabei. Haha, es hat sich also schon gelohnt. Die Fliedertöne, die hier sind, die matchen leider nicht zum Oberteil. Das macht mich sehr traurig, not gonna lie. Aber es gibt ein Basic Black Swatch und deswegen würde ich den tatsächlich nehmen, weil, wow, I like it a lot. Okay, da gucken wir mal bei Schuhen. Da haben wir anscheinend auch eine ganz gute Auswahl. Das finde ich sehr schön. Ja, einfach so Turnschuhe dazu finde ich eigentlich ganz schnuckelig. Und dann schauen wir mal, ob wir bei Accessoires vielleicht auch was Passendes finden. Ich habe diese Kette noch nie in meinem Leben benutzt. Deswegen wird das jetzt dieser Moment sein. Schauen wir weiter. Was ist der nächste Style, den wir benutzen dürfen? Aufpoliert. Ich denke, das passt ganz gut zur Abendkleidung. Ja. Sehr schön. Yep, das sieht ziemlich aufpoliert aus. Not gonna lie. Natürlich gönnt man sich dann noch irgendwie ein Kettchen oder so. Die Ohrringe verschwinden halt alle hinter ihren Haaren. Deswegen ist das ein bisschen blödi. Well, das finde ich gut. Und hier kann sie definitiv auch was an den Armen noch tragen. Sehr schön. Das macht es aus. Ja, aber warte, es clasht mit den Lashes. Ist das der Ring? Ja, okay, dann nehme ich den Ring weg. Ist okay. Sportkleidung? Was machen wir? Landleben. Wild. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Also, es gibt auf jeden Fall das hier. Das kann man definitiv zum Sportmachen benutzen. Und das hier geht auf jeden Fall auch. Aber ich würde, glaube ich, lieber das hier nehmen. Jetzt hoffe ich halt nur, dass wir eine Hose haben, die passt. Da gibt es auf jeden Fall schon mal keine. Wenn ich Sportkleidung wegmache, gibt es natürlich welche. Mal schauen. Ob man dann halt einfach sowas hier nimmt. Weil von denen, die ich hier so sehe, ist das das Einzige, wo ich mir denke, okay, daran könnte man vielleicht noch Sport machen. Weil das am ehesten was ist, worin man sich bewegen kann. Ja, läuft bei ihr. Bei Schuhen sieht es auch nicht ganz so gut aus. Muss sie halt so
Wanderschuhe anziehen. So, dann die Schlafkleidung. Adrett. Okay, da haben wir tatsächlich ein paar Pullover. Das ist sehr passend. In denen kann man definitiv schlafen gehen. Auch wenn es vielleicht für manche ein bisschen zu dick wäre. Aber ich bin auch der Mensch, der da sehr dick sich einmurmelt. Ja, damit kann ich noch schlafen, aber damit, das ist, glaube ich, ein bisschen komisch. I don't know. Ich finde die irgendwie auch schon ein bisschen grenzwertig. Weil vom Stoff her ist das irgendwie unpassend, aber ja, das wird schon in Ordnung sein. Gehen wir schnell weiter. Für die Partykleidung wird es Landleben. Again. Da schaue ich mal bei Kombination rein. Und ja, wenn das hier unter Landleben zählt, finde ich das ganz schön wild irgendwie. Und das hier auch. Dann let's go, ne? Also, wenn das hier so ist. Sie ist es einfach. Sie ist einfach ein Cowgirl. Yep. Das sieht mir zwar ehrlich gesagt nicht so nach Landleben aus, außer die Stiefel. Aber wir akzeptieren das. Also, ich finde, vom Gesicht her sieht sie irgendwie auch ein bisschen aus wie so ein Landleben-Girl. I don't know. Aber ja, muss ja nichts Schlimmes sein. Badekleidung. Das wird natürlich Folgendes. Wir werden sehen, es wird schon wieder Landleben. Hm, toll. Da haben wir aber tatsächlich auch was. Das ist gut. Ich hätte jetzt gerade die Befürchtung, dass wir dazu nichts finden werden. Ich denke, sie würde halt sowas Schlichtes tragen. Not gonna lie, weil dieses mit dieser Palme finde ich komisch und das mit diesem Röckchen gefällt mir auch nicht so. Deswegen werde ich jetzt einfach das hier nehmen. Gehen wir einfach weiter zum Sommer. Wenn es heiß ist, trägt sie adrette Kleidung. Wir hatten Rocker, Basics und Hipster noch gar nicht, ne? Schadschokolade, sag ich dazu nur. Oh, süß. Ja, das nehme ich. Und dann adrette Schüchen. Keine Ahnung, also warum sind die adrett? Das hätte ich jetzt nicht darunter verstanden, so. Dann gucken wir mal, ob wir einen Hut oder so haben, der als adrett zählt. Den man halt auch gut im Sommer tragen könnte. Ja, sehr schön. Der Sommerhut. Wir lieben ihn. Aber ich nehme ihn in schwarz. Und zu guter Letzt natürlich die Kaltwetter-Outfit. Mit aufpoliert. Okay, dann hatten wir drei Styles gar nicht. Sehr wild auf jeden Fall. Aber ich akzeptiere das natürlich. So, wir haben ein paar Sachen. Von dem neuen Kit. Oh, das sieht so hübsch aus. Oh mein Gott. Die Hosen finde ich auch cool, aber ich finde die jetzt nicht so passend zu dem, was sie jetzt gerade anhat. Deswegen schaue ich mal weiter. Die Hosen sind leider alle low-waist. Oder sehen halt irgendwie doof aus. Das ist ein bisschen schade. Not gonna lie. Aber ich nehme jetzt einfach die hier. Und nehme dazu natürlich irgendwelche Schüchen. Moment. Was haben wir? Wir haben auf jeden Fall Stiefel. Das ist gut. Die sehen gar nicht mal schlecht aus. Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wow. Was man nicht alles sieht, wenn man mal mit Base Game spielt, ey. Aber sie ist echt cute. Also wir können ja nochmal die Outfits durchgehen. Also, ja, vielleicht ist es manchmal ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich finde ich sie echt süß. Yes. I like it a lot. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr von ihr haltet. Und ihr könnt die Challenge hier auch machen. Ihr könnt die Sims gerne in die Galerie hochladen. Der MuliSims-Hashtag steht euch zur Verfügung. Da kann ich mir die Sims auch ansehen. Und sie können auch in meinem Spiel landen, wenn wir spielen. Da kann ich die platzieren in unseren Let's Plays. Das wäre ziemlich cool, wenn ich eure Sims mehr benutzen könnte. Ja, das war dann das Video auch schon. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!